Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag. Hier ist wieder Frag Fabian. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, verhandeln wir innerhalb unserer Bayern-Koalition aus Freien Wählern und CSU gerade den Nachtragshaushalt. Für uns als Haushaltsgesetzgeber, als Parlamentarier eine gute Gelegenheit, um an der ein oder anderen Stelle den großen Haushalt, die einzelnen Ressorthaushalte noch ein wenig nachzusteuern, an der ein oder anderen Stelle etwas Geld draufzulegen und vor allen Dingen ganz konkrete Projekte zu fördern. Stellvertretend für all eure Fragen zum Nachtragshaushalt greife ich die Frage von Clara aus Lenggries auf. Die Clara ist 14 und schreibt mir, wenn es Bayern so gut geht und Geld für so vieles da ist, wieso werden dann die Jugend und die Jugendverbände so gern vergessen? Tatsächlich eine berechtigte Frage, liebe Clara, denn die jungen Menschen, die junge Generation sind unsere Zukunft. Wo könnte man also noch besser investieren als in unsere Jugend? Deshalb gibt es auch eine Fraktionsinitiative von uns Freien Wählern, um die Kollegen Gotthard, unser jugendpolitischer Sprecher, und Pohl, unser haushaltspolitischer Sprecher, sich verdient gemacht haben. Auf unsere Initiative hin gibt es 1,5 Millionen mehr Geld für den Bayerischen Jugendring. Damit ist die Jugendarbeit in Bayern dazu in der Lage, eine Vielzahl von konkreten Projekten auch in Zukunft weiterhin fortzusetzen. Es gibt also entgegen der ursprünglichen Planungen dank uns Freien Wählern keine Nullrunde in der Jugendförderung in Bayern. Diese Initiative reiht sich ein in eine ganze Reihe von jugendpolitischen Initiativen unserer Fraktion der letzten Wochen und Monate. Zum einen haben wir unser Jubelpaket auf den Weg gebracht, Jugendbeteiligung in der Landespolitik. Wir haben unsere Forderung stark gemacht, das Wahlalter bei den nächsten Kommunalwahlen auf 16 Jahre herabzusetzen. Ja, und erst vor 2 Wochen hatten wir ganz viele Vertreter der Bayerischen Jugendverbände bei uns hier im Bayerischen Landtag zu Gast, um uns miteinander auszutauschen, was in der Jugendpolitik in Bayern noch besser werden kann, sodass in diesem Plenarsaal hinter mir in Zukunft nicht zuvorderst graumelierte ältere Herren sitzen, sondern hoffentlich diejenigen über die Zukunft unserer Heimat mitentscheiden, denen die Zukunft gehört, nämlich die jungen Menschen. Mit anderen Worten, setzen wir Freie Wähler auf die Jugend in Bayern. Wir sind ein verlässlicher Partner, auch wenn es um die Finanzierung von Jugendpolitik geht. Und ich persönlich halte das gemeinsam mit meinem Fraktionskollegen für besonders wichtig in einer Zeit, in der zunehmende Radikalisierung stattfindet, in der immer mehr Extremismus von rechts und links außen salonfähig wird, weil eben politische Jugendarbeit, wie sie der Bayerische Jugendring mit seiner projektbezogenen Arbeit betreibt, dazu beiträgt, dass junge Menschen sich in Politik involvieren, dass sie Verantwortung für unsere gemeinsame Heimat übernehmen. Deshalb fällt uns als Freie Wähler auch keine bessere Stelle ein, um im Nachtragshaushalt noch einmal nachzubessern. Die klare Botschaft ist also, null Runden in der Förderung der Jugendpolitik und des Bayerischen Jugendrings, wie in der Vergangenheit, wird es unter der Regierungsbeteiligung von uns Freien Wählern nicht mehr geben. Wir stehen für unsere bayerische Jugend ein. Wenn auch ihr eine Frage habt, dann postet unten in den Kommentaren und dann geht es vielleicht nächste Woche in Frag Fabian schon um euer Thema. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.